So, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, jetzt doch langsam mal wieder ein bisschen mehr gespielt. Ich hoffe, jetzt vielleicht am Wochenende ein bisschen weiterkomme hier. Ich habe jetzt ein bisschen offline was gemacht, wie man hier gleich sehen wird. Ich habe ja auch die Farben ein bisschen geändert. Und zwar werden die untersten beiden Ebenen Baumebenen. Uiuiui. Ah, das ist unser Dragonfly-Freund. Ja, die ersten Bäume stehen schon. Mal gucken. Ja, der hier ist inzwischen auch gewachsen. Hier haben wir ein bisschen Kakao. Noch nicht fertig. Na gut. Ja, also, wie man sieht, das hier wird langsam. Es müssten ungefähr 37 verschiedene Bäume sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Was natürlich immer sein kann. Uiuiuiui. Wieder was für die Bassboxen? Ja, das dürfte sich ziemlich gut auf diesen Ebenen hier ausgehen. Eigentlich müsste sogar hier einer weniger sein. Genau, das sind 10, 20, 24 pro Ebene würden gehen. Das heißt, 48 insgesamt an Bäumen können wir hier auf zwei Ebenen verpflanzen. Das dürfte, glaube ich, auch reichen. Die Höhe ist genau so angepasst, dass alle Bäumchen hier genau die gleiche Höhe haben werden. Aber trotzdem freundlicherweise wachsen. Wir können auch zwischenrein ein paar Lichter machen. Das würde ich jetzt gerne mit euch zusammen machen. Ja. Hier irgendwo auch ein Bötchen. So. Zwischendurch habe ich auch ein bisschen geangelt. Den Müll habe ich natürlich wieder weggeschmissen. Beziehungsweise, Moment, wir haben ein bisschen verrottetes Fleisch noch bekommen. War jetzt auch nicht so ultra spannend. Und dafür hat es dann tatsächlich gereicht, dass wir jetzt eine voll ausgebaute Angel haben. Das heißt, wenn wir das nächste Mal angeln, haben wir deutlich mehr Chancen, dass da irgendwas Brauchbares bei rauskommt. Unsere Klamotten sind inzwischen auch vollständig verzaubert. Und zwar haben wir Haltbarkeit, Atmung, Wasseraffinität. Zumindest soweit es halt geht, haben jetzt alle endlich Haltbarkeit drauf. Hiermit schwimmen wir ein bisschen schneller. Ist ja auch ganz angenehm. Und man sieht, das macht doch schon einen ganz schönen Unterschied. So. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, im Bötchen sind wir trotzdem schneller. Ja. Aber wenn wir unter Wasser bauen sollten oder etwas abbauen, funktioniert das jetzt deutlich besser. Ach, dieses Geräusch. Schön. So. Dann habe ich jetzt drüben natürlich genau das vergessen, was ich vergessen wollte. Nein, eigentlich wollte ich es nicht vergessen. Ich habe es aber vergessen. Ja, etwas, was ich auch schon länger tun wollte, war eigentlich hier das Ganze ein bisschen auffüllen, vor allem hier mit dem Lehm. Aber das, ja, mal gucken, wann ich dran denke. Vergesse es nämlich ständig im Moment, gerade mit der Arbeit parallel ist mein Kopf manchmal ein bisschen, woanders. So, was aber eine Überlegung ist, vier Stück wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Sollte einen haben. So. Mal zum Probieren. Achso, das ist ein Kristall. Na, Kristall war jetzt nicht unbedingt. Machen wir mal einen aus Eisen. Mal schauen, was wir noch so hatten. Dupdidupdidu. Hanging Lamp Short. Ich glaube, die sahen nicht so dolle aus, ne? Wir wollen halt eine schönere Beleuchtung als diese Fackeln haben. Ein Candle Holder, die sind jetzt auch nicht so toll. Gut, damit haben wir zumindest schon mal zwei Sachen, die wir durchprobieren können. Ja, dann wutschen wir mal ganz schnell wieder rüber.
Hui! Au. Das tat weh. Ja. Upti-dupti-du. Vielleicht kommen wir jetzt langsam, aber sicher auch mal ein bisschen weiter hier. Wenn man nur einmal die Woche eine Folge macht, sieht sich das doch ein bisschen eher hin tatsächlich. Deswegen bin ich auch immer überlegen, ob ich dann über die Feiertage vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen Minecraft streame. Damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Das ist zumindest soweit die Idee. Über die Feiertage vielleicht mal ein bisschen rumzuprobieren. Wenn ihr mit dabei sein wollt, immer gerne mein Kanal ist auch hier mit bei YouTube verlinkt. Das funktioniert nicht. Habe ich irgendwas dabei an Dirt vielleicht? Nö. Cool. Der hat ja einwandfrei hier funktioniert. So. Dann kann ich euch vielleicht noch ganz kurz zeigen, nachdem ich ja hier unten ein bisschen gebaut habe, ist unser Zeug schon durchgebrannt. Das heißt, wir haben inzwischen noch einiges an... Na, wo ist es? Yeah. Wir haben insgesamt 9 volle Stacks plus noch ein bisschen was Zerquetschtes. Damit können wir jetzt hoffentlich demnächst auch anfangen, im Nether zu bauen. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir vielleicht eine weiße Festung oder ein weißes Gebäude da als Eingangsgebäude nehmen. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Es war irgendwie so eine Kontrast-Schnaps-Idee, einfach da ein weißes Ding hinzustellen, beziehungsweise ein helles. Oh, 2 Sticks wollt ihr jetzt nicht haben. Einer reicht vollkommen aus. Ja. Schwimmen wir mal wieder runter. Dup-di-dup-di-du. Ja. Uiuiui. Genau. Unsere kleine Bassbox. Mal hier hinten mal probieren, wie das ausschaut. Müsste hier genau mittig sein. Ja, idealst. Sehr gut. Das ist genau die Mitte. Ah, das Ding kann man nicht genau mittig stellen, scheinbar. Okay. Okay, das Ding würde funktionieren. Das ist schon mal etwas. Das muss man noch ein bisschen höher. Nein, 2, Entschuldigung. So. Wo ist das Ding jetzt hingeplatzt? Ah. Gut, dann bauen wir uns hier kurz nochmal ein zweites Ding hoch. So, jetzt aber. So, jetzt hängt es tatsächlich an der Decke dran. Sehr gut. Das Ding auch noch anmachen. Ja, die andere Möglichkeit wäre von... Wobei, es geht eigentlich ganz gut. Mal hier weg. Dunkel wird es hier dann. Doch relativ dunkel. Auch schauen, dass das hier von dem Ausleuchten her reicht. So viel Licht gibt das hier jetzt nicht, aber wäre zumindest ein Anfang. So, okay, der Leuchter reicht eindeutig nicht. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier im Schnelldurchlauf. Ich würde da jetzt die ganze Zeit hin und her patschen. So, kann das hier wieder rein. Nochmal Filter an. Schlafzimmer. Sonstiges. Zäune, Verlies. Essen. Beleuchtung. So, wo war denn das gut? Das war die kurze. 8 Stück können wir machen. Danach ist das Ding hier leer. Na gut. Immerhin 8 Stück haben wir jetzt. Wir dann vielleicht auch mal ausprobieren können. Gerade für die Wände ist unsere neue Mod. Mal schauen, wo ist die denn hin?
ich euch die vielleicht mal ein bisschen vorführen. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee für diese Folge. Jetzt bin ich voll drüber. Wo war sie denn? Okay, hier, das sind Grabstein-Mod. Das ist alles. Ah, hier haben wir es doch. Vielleicht auch ein bisschen festliche Beleuchtung irgendwann noch aufhängen. So. Und zwar sich das Fairylight. Dann brauchen wir Eisen, Glas und Farbe. Die Farbe hier kriegen wir nicht mehr raus. Karamell. Okay, Karamell war baden. Auch gut. Wenn Karamell da Spaß dran hat, soll sie das tun. Huch, das wollte ich nicht. Ja, ich habe vor der Aufnahme mal kurz das Wetter wieder ordentlich gemacht, weil es mal wieder gepisst hat. So. Le Tower. Dann haben wir das hier. Mal schauen. Wir haben verschiedenste Lampen zur Verfügung. Auch in verschiedenen Farben. Weiß noch nicht, ob man die auch ineinander umfärben kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich würde tatsächlich einfach in Weiß mal hier... Ah! Hätte gerne schönes Wetter heute. Nachdem es jetzt heute so viel geschneit hat tatsächlich... Also, richtig, richtig viel. Wir nehmen mal hier davon was mit. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Glas. Wir brauchen, was braucht man dafür? Papier. So. Alles aus der Leiste hier unten raus. So, Papier haben wir hier auch. Wir haben auch noch ein bisschen Knochenmehl übrig. Vielleicht was für die nächste Folge dann. Mal eine noch Mehlfarm zu machen. Lymsche bräuchten wir dann noch. Was für Blümsche nehmen wir denn da? Irgendwas, wovon wir viel haben am besten. Irgendwas, was man vielleicht reproduzieren kann. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das mit den Großen... Geht das mit den Großen? Ich glaube nicht, so wie das ausschaut. Vielleicht ist das auch festgelegt. Nur mal eins davon. Eins davon brauchen wir. Und... brauchen wir noch? Also Löwenzahn brauchen wir noch. Haben wir... Ah ja, komm, wir haben doch nur Löwenzahn hier. So. Damit haben wir auch das zusammen, dass wir von jedem einfach mal so ein Beispielding haben. Was brauchen wir hierfür? Okay, Goldnuggets. So, jetzt haben wir ein paar Golden Nuggets. So, warte mal, hierfür bräuchten wir noch Fäden und Wolle. Wolle. Fäden auf jeden Fall. Wolle hatten wir, glaube ich, hier rüber getan. Ja, weiße Wolle. Wolle lose kaufe. Tjo, dann haben wir das auf jeden Fall. Was ist das hier? Ah, genau. Glas und Stäbe. Stäbe haben wir noch ein paar wenige. Glas. Scheiben haben wir noch genau 7 Stücken und das reicht ja idealst. Perfekt. Dann bräuchten wir Fackeln, haben wir so oder so. Dann brauchen wir Steps und einen Kürbis. Kürbis. Und... Steps. Ja. Was haben wir denn noch für schöne Formen? Ein Schädel. Würde mit Knochen gehen. Wir haben keine Knochen mehr. Aber ich glaube, wir haben noch einen Schädel irgendwo. Oder haben wir nur Zombie-Schädel? Das wäre doof. Das wäre Pipi-Kaka. Nein, wir haben Skelettschädel. Sehr gut. Dann nehmen wir den hier doch. So.
Das heißt, wir können auch einen Schädel machen. Genau, dann haben wir einen Geist. Dafür brauchen wir weißes Glas. Oh, gut. Was wir brauchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. Genau, weißes Glas davon. Okay, wir brauchen 8 Stück. Auch gut. Ich hoffe nur, das hier reicht dafür. Sonst müssen wir eventuell doch noch ein paar Zombies suchen gehen. Oh, Spinnennetze haben wir, glaube ich, keine. Das heißt, Spidey können wir leider nicht machen. Ein Auge hätten wir, glaube ich. Spinnenauge. Oder... Ich glaube, ich bin blind tatsächlich. Sonst habe ich gerade das dumpfe Gefühl, dass ich das bin. Nein, ein Spinnenauge hätten wir sogar. Halt ein einziges. Aber gut. Naja, was soll's. Wir haben auf jeden Fall... Würden uns Spinnennetze fehlen. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ein Stück Weizen und eine Glasflasche. Für eine Glasflasche brauchen wir 3 von euch. Ein Stecken haben wir ja sowieso und einen Weizen. Jo, was können wir noch machen? Nee, da brauchen wir noch mehr weißes Glas für. Das ist aber okay, das haben wir danach zur Genüge. Und 2 Schneebälle bräuchten wir. Jo. Ja, da haben wir ja zum Glück ein bisschen was angesammelt. Brauchen wir hierfür... Ein Eimer Wasser oder ein Stückchen Packeis. Haben wir noch Packeis? Hatten wir Packeis überhaupt? Nein, wir hatten hartes Eis. Oh, wir haben eh noch Glasflaschen. Na, ideal. Wollen wir keine machen. Ja gut, dann nehmen wir halt einen Eimer mit Wasser stattdessen. Das ist auch okay. Oh, ein Eimer mit Wasser, ein paar Glasscheiben. Was ist das da? Gut, das Ding ist vielleicht ein bisschen teuer. Brauchen wir Glowstones Staub, aber davon haben wir im Moment natürlich nichts mehr. Da müssten wir gleich kurz in den Nether verschwinden. Neue holen. Ah, das ist aber, glaube ich, genau. Das sind dann die späteren Ketten. So wie wir die halt dann machen können. Das ist, haben wir alles. Das sind so Girlanden, glaube ich, oder? Lametta-Girlande, genau. Dann können wir noch so Wimpel zwischen rein machen. Eben-Girlande, auch noch. Aber gut, die hängenden Lichter ist das, was wir jetzt eher machen wollen. Wir hätten ja auch noch eine Leiter, die wir machen können. Zum Hochmarschieren. So, jetzt haben wir fast alles beisammen. Ich würde jetzt gerade mal die wir machen können, schon mal machen. 4 Stück davon. Davon. Ein Stück hier machen. 4 Stück hiervon können wir machen. Und es fängt das Pissen schon wieder an. Wundervoll. Hiervon. Von. So. Wir jetzt. Das heißt, als nächstes kommt Le Kürbis. Dann Le Kopf. Le Geist geht noch nicht. Dafür müssen wir das machen. Oh. Ups. Weiße Glasscheibe. Klares Glas. Weißes Glas wollen wir machen. Jetzt 16 Stück. Ich glaube, das passt. Damit können wir nämlich auch 4 Stück hiervon machen. Davon können wir noch keine machen. Dann machen wir als nächstes das gute Ding hier. Das hier bräuchten wir noch. Ach, genau. Den Eimer Wasser bräuchten wir natürlich auch noch. Ah.
Okay, wieso kann ich jetzt kein Wasser aufheben? Ach Junge, hör auf, hier Blumen zu pflanzen. Au, au, au. Ach, um Gottes Willen. Ja, gut. Der Fehler ist mir, glaube ich, das letzte Mal schon passiert. Ups. Hm. Genau, das ist mit Rotesche. Aber jetzt passt es ja auch wieder. Und von den Strömungsverhältnissen? Ja, jetzt passt es wieder. Um Gottes Willen. So, einen leeren Eimer. Dann. So. Mal sehen, wann ich das mit diesem ollen Eimer da lerne. Gut. Was zum Henker war das denn? Ist ein Hühnchen geplatzt oder was? Nö, scheinbar ist kein Hühnchen geplatzt. Okay. Ich habe mir das Geräusch aber auch nicht eingebildet. Hoffe ich zumindest. So. Und das gute Ding hier. So. Jetzt können wir natürlich Girlanden in den verschiedensten Musterungen machen, so wie wir lustig sind. Dafür brauchen wir nur hier Eisen. Das sorgt dafür, dass es blinkt. Also so funkelt. Kann man dann in verschiedenen Funkelvarianten machen. Ja. Das kann man jetzt freundlicherweise in jeder Reihenfolge hier einmal machen. Wir können einmal halt entsprechend 3 Stück hintereinander von denen machen. Auch erstmal ein Gruselding. Wobei da die Spinne tatsächlich besser funktionieren würde. Mist. Die Spinne bräuchten wir dafür noch. Der Blümsche eingesammelt hier. Ups. Sorry, du kommst ein, zwei da runter. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber nachdem ich jetzt erstmal dann Spinnenzeug suche, hier bitte. Nein. Ja. Herstellen kann man es leider nicht. Und eine Nummer. Konnte man sich das nicht irgendwann mal. Machen wir es doch kurz so. Huch. Oh, das. Na gut, egal. Ich da jetzt wieder blöd rumprobiere, machen wir es einfach so. Mal einmal kurz suchen, wo die Dinger hin waren. Da. So, dann brauchen wir das hier. So. So, jetzt aber. Dann können wir das nämlich ganz in Ruhe einfach machen, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Da ist das Eisen. Jo. Dann machen wir mal eine Halloween-Girlande.
so. Zumindest mal, dass man sich die Dinger hier anschauen kann. Das wäre hier Lande Nummer 1. So, dann eine Winter Wonderland. Beziehungsweise machen jetzt einfach mal alle anderen da dran. Soweit das halt geht. Das wäre die zweite Girlande. Und dann machen wir noch eine nur mit denen. Ich glaube, das waren dann auch schon alle. Ja, von denen haben wir jetzt... Ah, von dir fehlt noch eine. Dann machen wir die doch gemustert. Das kann man nämlich auch machen. Wie man sieht... Ja. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Na gut. Dann machen wir das so einmal so. Dann kommt das da rein. Die können da oben wieder rein. Der leere Eimer kann da wieder rein. Ah, sehr gut. Wir kriegen den Eimer dann auch wieder zurück. Das stört eigentlich mal nicht, dass wir das in der Tasche haben. Jo, dann brauchen wir unten, gehen wir einfach mal nach unten und nutzen das als Möglichkeit, das mal durchzuschauen. Zum Ausprobieren an den Wänden. Hier ist bis jetzt noch nichts gespawnt, das ist ja schon mal etwas. Hier wäre dann auch ein Ei, wir brauchen die Erde wieder. So. Der richtige Platz. Ja. Der Lampe. Habe ich mich schon wieder in der Höhe verschätzt? So. Dann haben wir zumindest schon mal die ersten. Und dann schauen wir doch mal, wie diese Girlanden ausschauen. Was das hier so als Beispieldinger gibt. Kann man natürlich an mehreren Ecken dranhängen. Ja. Wie man sieht, finde ich ganz lustig. Ja, dann hängen wir mal das andere Ende hier dran. Das ist jetzt das, was wir in der Musterung gemacht haben. Oh, eine Seite ist ein bisschen höher als die andere. Das schaut ein bisschen doof aus. Aber gut, dann nehmen wir mal die nächste. Werden die anderen? Wiederholt sich da was? Die Schneeflocke? Ich glaube, hier wiederholt sich tatsächlich nichts. Das waren nur drei. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Wie die doch direkt unten drunter. Da wiederholt sich es jetzt natürlich ein bisschen. Und dann können wir die hier hinhängen. So. Also wie man sieht, das sind eigentlich ganz coole Laternen, die man hier halt einmal ringsrum machen könnte. Ist nur die Frage, welche wir dafür nehmen. Die Deko-Dinger sind natürlich ganz nett, aber eher für anderweitig Sachen gedacht. Mir halt überlegt habe, ist, wir können, ja gut, die sind, glaube ich, ein bisschen langweilig. Die eignen sich eher für durch den Raum durch. Das zeige ich euch vielleicht auch kurz mal. Kann man die nämlich auch wohin hängen? Ne? Das schaut dann eigentlich ganz nice aus. Vor allem mit den Blümchen. Wobei mir tatsächlich die hier ganz gut gefallen als Randdinger. Oder diese Böbel hier. Wenn man sieht, die leuchten auch ganz schön gut. Dementsprechend. Kann man das so eigentlich in die Ecke machen, wenn die Bäume da sind? Das müsste man dann vielleicht nochmal ausprobieren, ob das geht. Aber. Ja. Also die da würden mir ganz gut gefallen als Randding. Die sind vielleicht ein bisschen fad. Das ist ein bisschen arg komisch angehaucht. Ist wie gesagt eher so. Ja. Halloween-Gedöns.
machen. Besser angucken hier. Ja. Die auch mal kurz ab. Einfach nur, weil wir es können. So. Kann man die auch so quer durcheinander hängen? Das geht nämlich auch. Ja. Also wie gesagt, mein Favorit wäre hier einmal der hier. Mit diesem... Ich glaube, das ist mit Eisen drüber. Das müssten diese hier sein. Die Öllaternen. Dann diese Bobbel. Eiswürfel. Licht. Okay, gut. Vielleicht ein bisschen arg weihnachtlich. Also wie die Dinger. Passen eigentlich ganz gut zusammen. Und da oben die Laternen. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche das davon sind. Das müssten. Genau, das sind die Öllaternen. Ornamentlaternen sind das. Also, dann tue ich mal meine Favoriten hier unten rein. Die Öllaternen oder die Ornamentlaternen. Kann man natürlich auch im abwechselnd machen. Das würde natürlich auch gehen. Und in verschiedenen Farben, wobei ich hier unten eher zu dem Weiß tendieren würde. Einfach als tatsächliche Beleuchtung. Was man nämlich auch machen kann, ist dann hier so Ding. Vielleicht mit dem Ding da mal vorführen. Moment. Dann muss ich mich nur hier einmal kurz hochbauen. Oh. Jetzt doof gewesen. Geht schon nicht so gut. Muss ich das vorher nämlich hinstellen. Weil sonst kann man da nicht lang laufen. Und doof. So. Dann hängen wir das da dran. Und... Au. Weil das könnte gehen hiermit. So. Na? Joa. Wie gesagt, also da kann man verschiedenste Musterungen mitmachen. Wäre vielleicht wirklich keine schlechte Idee, das so dahin zu hängen zusätzlich. Mal halt, wie gesagt, noch schauen. War jetzt auch eine der Lichtmods, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Ich dachte, meine Favoriten sind diese beiden hier. Vielleicht nochmal, falls ihr eine andere favoritisieren solltet. Ballonlaterne ist... wo ist sie denn? Ja. Ach, die ist jetzt gar nicht als Beispielding mit hier drin gelandet, weil die hier zu kurz ist. Dann hängen wir das mal so hin. So. Hier haben wir die Ballonlaterne. Das hier ist dieses Feenlicht. Das sind die Eiswürfel-Dinger hier. Das ist... Halloween-Deko. Genau. Also. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche davon euch am besten gefallen. Welche ihr vielleicht hier als Kellerbeleuchtung erstmal sehen wollt. Oder ob euch noch irgendwo eine Stelle einfällt, wo man die hinhängen könnte. Ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Freitag. Und wir... Wir sehen uns nächste Folge wieder.